Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Premier General. Das geht dann über den zweiten Teil vom Heritage mit einer kleinen Ergänzung zu dem Beispiel, was wir am ersten Teil vom Heritage gesehen haben. Der steht ja häufig, was ist ein normales Schema? Wie gesagt, so eine Applikation, die wir im Kurs auf der Premier machen, wie sieht es aus? Und da sind bald immer dasselbe. Das ist bald immer dasselbe Schema. Wir gehen da von diesem Beispiel aus, dass eine Applikation, die möchte uns am Anfang nicht mehr Symbole. Das ist wenn ich den Mainframe-Design gucke, ich will 5 Symbole, dann möchte ich immer 5 Symbole. Viertens war das Symbol zum Beispiel nicht mehr Kreise, ja. Nicht mehr Rechtecke. Wir haben ja in der Meritage gesehen, wir können da nur Rechtecke oder Kreise machen. Ah. Voilà. Aber ich will aber nichts ändern. Bei mir bleibt das Symbols, das ist schon ein Tableau für Symbol, nicht ein Tableau für Rechtecke, nicht ein Tableau für Kreise, das ist schon ein Tableau für Symbol. Okay. Und dort dran speichern ich das sowohl Kreise wie Rechtecke. Mhm. D'accord? Das machen wir los. Wie geht das? Das ist ein typischer Fall. Bei der Toren haben wir für so viele Symbole, die wir gewählt haben, machen wir dann mit random zählen, dass die Objekte noch irgendwo random auftauchen, mit random Farben, machen wir ein Symbol. Was ändert los? Das ist am Anfang, machen wir einen neuen Parameter dabei. Ganz oft geht das, nennen wir das T. T für Aufkürzung von Type, was für ein Typ von Symbol wollen wir generieren. Und wir machen das ganz einfach mit einem if T als gleich generate random number, Minimum als 1, Maximum als 2, wir haben zwei Symbole momentan, der Rest an der Kreis, da machen wir auch einen 12 zwischen 1 und 2. Okay? Das können wir wegschmeißen. Ja, okay, war. Ja, wir haben kein Symbol mehr. Aber wie meine ich das? Haha, da geht es ein bisschen tricky. Was meine ganz banal if? Das ist ein Instance. Nein, if. Schon noch kein Objekt gebaut. Ich kann aber testen, wann denn T1 das. Ah, so, okay. Was das? Weil dann machen wir das Symbol als ein New Rectangle. Was war ein Parameter? So. Okay, ja. X, Y, Width, Height und Farbe. Den Dorf läuft. Okay? Mhm. Also. Aber nicht, dann machen wir einen Zirkel. Wenn nicht, dann machen wir einen Zirkel. Ich brauche nur nicht den Speed zu testen, brauchen wir gar nicht. Weil wir wissen, das sind weder oder. Ja. Aufpassen, was tun wir hier? Warum x, y? Aber das geht, haben wir kein Width, kein Height, wir haben just E von denen. Mhm. Da muss man einfach einen definieren, schon einfach den Width als mein Rayon, aber die Farbe als definiert. Okay. D'accord? Mhm. Theoretisch muss ich da los so viel aleatoirement x Rechtecke an y kriegen. Interessant. Aber par rapport zum normalen Konstrukt, den wir bis immer gesehen haben, ändert nichts. Hier ist ein Rechteck verstoppt. Das ist für vier Elemente als ein Rechteck an 3. Probieren wir mal los mit 2. Ah, da sind 2 Rechtecke gekommen. Das war mehr. Ein bisschen interessant. 100. Ups, crowded. Brauche ich mal da mal 10. Das ist alles aleatoire, das ist, ich weiß nicht unbedingt, was geht. D'accord? Okay, Kunst. Das ist Kunst. Das ist die Struktur von unseren normalen Lüften. Einer hat gut nicht. Das ist das noch immer schon einfach hier in Klasse und ich gebrauche die wie das. Mainframe, Drop, einer hat gut nicht. Das ist mir noch rum als ein Modell. Auch nicht. Das sind einfach Symbols. Mhm. Das ist das Süß am Innerhalb von der Löscht, am Platz des Symbols, haben wir Rektangel, respektive Kreis. Okay. Mehr ist das nicht. Das ist die Struktur. Brauchen wir es genannt. Das ist, was ändert im Prinzip ganz oft, als was für ein Element wird gemalt, wird meistens mit so Sachen gemacht. Ich kann noch 2 Knäppchen machen. Machen wir 5 Rechtecker, machen wir 7 Dinge dabei. Könnt ihr auch machen. Okay. Mit das ist ein Konstrukt. Na ja, hoffen wir uns mal etwas Lustiges. Okay, das sind wir. Merci für den Lauschtern. Und bis dann, alle Kaya. Adi.